Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Donnerstag, der 3.3.2022. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir blicken einmal auf die Blue Boxen. Hier müssen wir das Blue Box Template wieder reinholen. So, Swissbox hinzufügen. Auch das. So, Stop Loss, den brauchen wir auf 5. Okay. Und so, wir blicken jetzt in die Blue Boxen rein. Ihr habt es gestern gesehen, es gab eine 31er Blue Box. Ansonsten ist die Volatilität noch recht groß. Und wir starten heute auch mit unserem Trading erst kurz nach 9, damit wir hier die Eröffnungsvolatilität nicht mitbekommen. Und wir verändern nach wie vor die Boxen auf 20. Das bedeutet, wir haben 0,01. So hier auf 20 und bei den Blue Boxen können wir das Ganze, hier können wir auch 20 schon mal eingeben. Also da sind wir eigentlich ganz gut positioniert. Wir starten wie immer morgens einmal mit dem Komplettüberblick. Heute gehen wir mal von oben runter und fangen mit dem DAX an. Vorlage haben wir hier unsere Zickzacklinie. Okay, los geht's. Entschuldigung. So, auf Daily sind wir short. 4 Stunden sind wir short. Stunde sind wir short. 30 sind wir short. 15 Long und 5 Minuten auch Short. Auch hier ist die Richtung klar. Wenn wir das Ganze heute auch nochmal aus der Tagesstrategiebasis sehen, sehen wir auch hier auf Daily Basis, dass alle Bänder hier durch sind. Auf Weekly Basis sehen wir den 200-Wochen-Durchschnitt. Der liegt hier bei 13.480 und wir hatten ja mehrmals das schon erwähnt, die Fibonacci-Zone links nach rechts im DAX. Das heißt, wir haben das 38er Retracement. Wenn man vom Corona-Tief das Ganze betrachtet bis zum All-Time-High jetzt, haben wir die Korrektur, das Luftholen bei 13.177. Nehmen wir das Tief. Dieses sind wir bei 61,8. 13.271, also das ist hier die Marke, wo, wenn der Markt noch weiter runter will, hier die Unterstützung findet. Okay, wechseln wir wieder in die Zickzacklinie und gehen in den nächsten Markt rein, den wir hier in der Watchliste haben, und zwar Gold. Weekly Long, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Dann kommen wir zu Öl. Weekly Long, wir sehen es bei 113 All-Time-High. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Technologiebörse Nasdaq. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 15 Short und 5 auch. Und gehen einmal hier bei diesem Markt auf den Tagescharts. Und hier haben wir sehr martialisch, aber ein Todeskreuz. Wir haben hier den 50er Durchschnitt, der
unterhalb des gleitenden Durchschnitts 200er hier ist. Und das ist oftmals ein Anzeichen, dass die Kursbewegungen, die Short-Bewegungen noch nicht zu Ende sind, dass es nochmal ein Tickchen tiefer gehen könnte. Ja, also das ist hier diese Kreuzung jetzt hier im Nasdaq zwischen dem gestrichelten und dem 200-Tages-Durchschnitt. Ja, aber es gibt auch andere Situationen, wo der Markt dann trotzdem weiter gestiegen ist. Aber für viele, die mit technischer Analyse und gleitenden Durchschnitte, ist das ein seltener Fall. Und das kann durchaus davon sein. Sollten wir im Hinterkopf behalten, dass es nochmal ein Tickchen tiefer geht. Hier sehen wir der 50er mit den 200er. Da haben wir noch richtig viel Luft beim Dow Jones. Also Nasdaq haben wir diese Kreuzung. So, Daily sind wir Dow Jones Short, 4 Stunden Short, 4 Stunden Long, Entschuldigung, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Ja, die Märkte haben gestern in Amerika Aussagen von Powell, Zinsanhebung kommt im März. Es ist auch gut so, wir müssen ja, stehen ja da in der Weltwirtschaft in einer sehr, sehr prekären Situation, Inflation, ja, und die Notenbank muss die Zinsen anheben. Sie wird sie zwar nicht drastisch anheben, aber sie wird sie anheben. Aber was, glaube ich, die Märkte gefeiert haben, ist, dass der Geldhahn erst im Juni mehr oder weniger ausgedruckt wird. Also die Subvention von den Banken erst ab Juni. Und das haben die Märkte gestern zumindest kurzfristig erstmal gefeiert. Ähnlich wie der HSV gestern. Also, jetzt sind wir im Dow Jones Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 auch Short. Und dann gehen wir runter zum Bitcoin. So, Bitcoin Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde wieder Short. 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. So. Okay, das war es einmal von unserer Seite. Jetzt konzentrieren wir uns gleich auf unserem Box Trading. Nochmal zum Regelwerk. Aktuell aufgrund der starken Volatilität fange ich erst an ab 9:02, 9:03, wenn die ersten paar Sekunden rum ist. Wir hatten diese Woche ja einige Sonderfälle und diese Erfahrung bringen wir jetzt mit rein. Also erst Start, Entschuldigung, ab 9 Uhr. Und bis dahin hole ich mir jetzt noch einen Tee und einen Kaffee. Und melde mich dann gleich nochmal. Big Number nochmal dreimal. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Die Zielmarken ist auch klar. 14,50. Ja, das können wir während des Tradens gleich machen. Ihr seht, gestern war es so volatil, dass wir mit drei Charts hier gearbeitet haben. Das werden wir heute genauso machen. Wir haben die Boxgrößen auf 20 erhöht aufgrund der Volatilität. Wünsche uns gutes Gelingen und bis gleich. Jetzt sollten wir gleich, wir sehen, er beißt sich da die Zähne aus an der 50er Marke. Durchaus denkbar, dass es gleich ein Schub nach oben geht oder direkt wieder runter an der Marke. So, für die YouTuber. Wir werden den Trade jetzt hier oben schließen. Das war der Eröffnungstrade. Dort oben
Wir machen weiter im Live-Trading-Raum und wir hören uns dann morgen wieder. Im Live-Trading-Raum geht es dann letztendlich hier noch weiter. Und dann gute Trades bis morgen. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken. Also habt Erbarmen mit mir.